damit nicht. Jadestatue, Porzellanpillow. Nee, geht nicht. Du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Es oficioneros. Cállate. Bien. Continuemos. Vosotros, seguid. Na gut. So, jetzt warten wir, bis die Leute da weitergelaufen sind und freuen uns dann, dass wir es vielleicht doch irgendwie schaffen. Was? Sehr schön. Das da lang? Ach so, genau. Jetzt gehen wir jetzt in die Ecke und dann war's das. Haben wir es geschafft. Komm schon, lass mich jetzt nicht entdecken. Wir kommen jetzt hier lang. Nein, hier ist keiner. Na, oh Leute. Na gut, vier Mauspaar. Na gut. Nicht schon wieder. Kann ja nicht sein, Alter. Ich stelle mich so dumm. Wer denn? Ich werde uns die Ziel vorhin und ich weiß bloß gerade echt nicht. Nein. Ich will hier raus. Lass mich in Ruhe. Okay, ich hoffe, dass es das jetzt war. So, für Sue. Loreno Torres. Wieso jetzt Torres? Muss man das verstehen? Ich hab die ganze Zeit diesen Typen verfolgt, jetzt einmal Torres umbringen. Gut. Ah, ich sehe eine Möglichkeit für mich. Einzudringen. Jetzt haben wir es endlich geschafft, also. Das war jetzt richtig Quälerei gerade. Da habe ich auch gerade wieder nochmal abgesprungen, dass er das schafft. Aber na gut. Er wird sich um seine Kunden dafür haben. Ach komm schon. Ah, hier geht's lang, okay. Hey! Na, komm her. Echt jetzt so. Ich sehe nichts. Ich habe mich erstmal um den Schwern gekümmert. Stopp, das. So. Ah, das war. Ich kann mir draußen langhangeln. Also wenn die wissen, dass Assassinen sich so langhangeln können, wundere ich mich, warum sie es nicht beheben. Ah, na gut. So. Jetzt sollte ich aber hochkommen.
Ich darf mich hundertprozentig nicht entdecken lassen. Wäre auch zu einfach, da einfach reinzumachen, schon alle umzubringen. So, aber anscheinend darf ich mich doch entdecken lassen. Ich kann nicht nur mit dem Torus zusammen. Okay, ich tue erstmal hier oben alle eliminieren. Damit ich da später keine Probleme habe. Okay. Schon. Das ist der falsche. Okay. Das war's, Torres. Scheiße. Das wieder, hä? Oh, es war ein Trick, alles klar. Hey, du, geh doch! Hübsches Kerlchen aus der Nähe. Boah, ich kann den nicht blocken. Ich kann den nicht blocken. Und wenn ich dich erschieße? Alter, was war das denn? Machen, als wenn ich schippe. Ich konnte ihn nicht blocken. Ich habe eh gedrückt, der hat mich einfach, der hat einfach durchgeschlagen. Mach mal was anderes. Du bist zu geschickt für einen Schwertkampf. Doch du bist sicher nicht immun gegen Kugeln. Und wenn ich dich erschieße? Na, komm her. Stell dich nur ruhig weiter auf die Art und Weise. Oh, das war vielleicht doch keine so gute Idee. Ja, komm her. Einer, der zu stark ist in einem Schwertkampf, den ich auch nicht. Ich hab's noch nicht gesehen. Kommt hier selber mal her. Ich hab vorhin alle platt gemacht hier, wie kommt? Das geht nicht. Na egal, da hab ich wenigstens noch Kugeln. Was ist denn das Grüne? Ah, Munitionskisten. Interessant. Habt ihr Glück in der Kugeln? Wenn du sprechen könntest, Freund, würde ich gern deine Version hören. Einst hast du mich besiegt. Das war mir eine Lehre und ich habe mich gebessert. Stirb im Wissen, dass du trotz unserer Feindschaft aus einem Halunken einen Soldaten gemacht hast. Ich frage mich, warum der nicht reden will. Mögest du ewigen Frieden finden. Unten bei den Toten. Ein Stummer, der nicht reden kann. Ein Stummer, der massiv attackiert, den uns macht. Ja. Tschüss! Geht mir schon gut nach unten. Ja. Und das hier jetzt. Oh, komm, ich jetzt noch. Leute, fickt euch. Entschuldigung. Ich bin aus dem Weg. Kann ja nicht sein.
Das ist einfach Spaß. Das ist nicht neu. Können wir das jetzt mal klären hier, die sterbt einfach. Ich find's auch geil, dass der nach dem Konterangriff nicht blockt. Also der Konterangriff bleibt kein Konterangriff. Ich frage mich auch, wie viele das sind. Ja. Hallo, sterben ist angesagt. Das, diese Aktion, bei der man nicht wieder aufhört und weiterkämpft. Genau die. Es sind viele und es werden mehr. Finde ich interessant. Ich finde schön, dass er das so Geräusche macht, wenn er runterfällt. Das macht ihn sehr sympathisch. Okay, was ist das denn? Da habe ich auch gleich so komisch angesetzt, war aber egal. Ich versuche mir mal irgendwo wegzukommen. Ich würde vielleicht hochgehen sollen, damit auch. Guck mal hier oben. Hallo Katze! Kann man echt nach links oder von links nach rechts zum Glück? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube an der anderen Seite. Immer gleich so. Vor allem, wo die Gesichtszone hier aufhört, ich glaube, die hört gar nicht mehr auf. Oh, und ich bin genau in dem... Nee, war genau in dem... Also in dem Büro irgendwie, jetzt aber nicht mehr. Ich wollte gerade sagen, ich wundere mich, dass ich keine Leute sehe, aber bei dem Regen würde ich auch nicht raus, wenn ich das laufen sehen. Das wäre nicht besser, das wäre ja was schön. Na, komm schon, echt jetzt so. Das ist alles ein Aufruhr wegen mir. Ich habe angehalten. Aber na gut, macht wohl schade. So. Okay, jo, bevor irgendeiner von diesen komischen Schnellläufern kommt und mich umruft. Das war nicht geplant, aber es war witzig. So. Hallo, spring. So, okay, weiter geht's. Alto! Giro! Naja. Wir haben es angesagt, Freunde. Danke, Jungs. Für die Piraterie. So, weiter geht's. Und das durch die Gassen, weil ich die auch gar nicht in keine Regel. Ich hoffe, da ist kein Scharfschütze jetzt. Aber das sind ja komischerweise überall. So. 80 Meter noch. Ich glaube, wir haben auch ein Bullenzimmer, kann das sein? Dass der auf den Bullen nicht ausputzt, wundert mich auch. Okay, go go. Sehr schön. Wir hörten, dass Torres die Stadt verließ. Wen habt ihr verfolgt? Auf dem Gefäß stand Torres, es enthielt aber das Blut seines Sekundanten. Wo ist er hin? Am Morgen verließ er den Hafen, westlich, entlang der Küste. Das Observatorium. Folgen wir ihm? Benachrichtigt Atabai. Torres sitzt in der Falle. Na, da wäre ich mir nicht so sicher. Wachen als menschlichen Schild benutzen, ich denke, ja, ist egal. Ich bin mir da nicht so sicher, ob der da wirklich in der Falle sitzt, weil... Der wird sicher einen Plan haben. Der ist, wenn der sogar das falsche Blut abgegeben hat... Ah, na gut, das hat er am Anfang... Das ist natürlich schlau, nicht sein eigenes Blut, sondern anderes Blut. Was sucht dieser Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren?
Er soll wissen, dass ich es habe. Okay. Kann ich keine Hauptreise hin machen? Das ist doof. Okay. Sicher irgendwo in der Nähe, oder? Ach, hier runter, oder? Na, gehen wir halt hier, ist auch egal. So. Jetzt muss mal gucken, wie spät es überhaupt ist. Ja, okay. Können wir noch eine. Ich glaube, die Mission kriegen wir noch hin. Und dann muss ich erstmal wieder. Dann muss ich... Torres denn nach dem Observatorium, wo du selbst den Schatz in der Hand hältst? Torres weiß nicht, dass ich ihn habe. Warum bringst du es ihm und riskierst es zu verlieren? Er soll wissen, dass ich es habe, bevor er stirbt. Das ist... Es ist ein Piraten! Die Dings werden damit dabei sein, die Assassinen, aber... Mehr Segel, alle es ist ein riskantes Unterfangen, das ist die Klinik jetzt gerade. Naja. Ich hab ein Tablet markiert, egal. Scheiß drauf. Bin mir nicht so sicher, ob das die intelligente Idee ist. Ich würde eventuell das Ding vor jemand anderen geben. Was ist das denn bitte für ein Schiff, Alter? Was hat denn das für ein Radius? Und vor allem, wo ist es? Das Schiff hat so einen krassen Radius, ich sehe es nicht mal. Die Sonne sieht ja mal, das sieht geil aus, guck ich das mal an. So über den Wolken so, das ist schon nicht schlecht, das kann man schon so sagen. Warnung Sperrgebiet. Ja, das kann ich mir vorstellen, das ist immerhin die Hauptmission mit Torres. Ja, noch verfolgt. Ich denke mal, die werden dann nachher näher sein, wenn wir ausgestiegen sind. Machen wir vielleicht dann auch noch Platz. Ich glaube, nur einen Stern. Sind also nur maximal Level 17 Pregatten. Die kriegt man ganz easy weg. Die kriegen sogar schon Level 36er weg. Also von daher. So. Jetzt ist die Frage. Wir müssen dahin. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich vorher das Vor ausschalten. Nee, müssen wir das auch lassen. Okay, gut, dann ist das ja egal. Treffen Sie vorhin. Ach nee, echt jetzt? Uff. Wir müssen diese Türme treffen! Du wirst auch bei der Riesenwelle ausweichen, mein Guter. Ja, das können wir. Jetzt können wir hinter der Welle... Los, die Welle genau hinter uns. Ich fahr einfach genau um. Nicht damit es beschäftigt ist, glaube ich, ein bisschen sinnlos. Oh oh. Oh oh, einlenken. Unser Bock wird in einer Flotte blockiert. Ei, die Armada. Horus und Sam. Was genau gedenkst du mit Bitte zu tun? An ihnen vorbeisegeln. Wir haben unser Visier, Herr. Das Teil hinter mir ist bewegt. Alter. Wir sind hier noch auf der Welle. What the fuck? Komm, oh, nein, das ist sehr langweilig. Keine Mörser. Ach. Die sind überhaupt nicht schwer bewaffnet. Go, go, go! Feuer! Da ist noch eins? Oh ne.